So, jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder in der Aufnahme. Hallo, meine beste Freunde! Auf meinem Kanal, dem einzig wahren Fuchs, der wirklich alles spielt. Ibims, der Nalon. Bei mir heute, ich mag Apfel alias Jason und Lucky Foxy 114 alias Lucky Fox. Oder Ekel Tyler, ja sorry. Du hast auch den bescheuersten Personen Namen von allen. Er ist doch auch nur eine Maschine, jetzt lass ihn noch in Ruhe. Tyler dreht durch. Tyler ist auch schon wieder so ein typischer Hundename, ne? Gefühlt. Aus böse, Tyler. Pfui, aus böse. Geh in deine Ecke. Der ist weg. Ich höre nur was rennen. Das geht. Und, ja, unter uns geht der Bunker. Also, wenn du mal immer wieder was rennen hörst, ein Foxy oder sowas, ich glaube, das ist unter uns. Weil der Bunker genau unter dem Gebäude durchgeht. Er kennt so uns zwei. Aber da war da, da 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 nicht falsch denken. Diesen Tail. Ich habe mir das Wort Tail aber auch erst durch das Furry-Fandom wirklich angemerkt. Jetzt sind schon drei! Komm, noch ein Vierter und Nummer 5! Jetzt sind da schon vier Foxys knapp. Dieses fucking Quest, ja Leute. Damit lebe ich. Mit den Leuten versuche ich jeden Freitag aufzunehmen. Besonders jetzt mit Tyler. He's a bad boy. Tyler is not a good boy. I say it. He's not a good boy. Ich bin auf dem Dach gespawnt. Komm da runter. Aber nicht derartig, einfach aufs Dach zu klettern. Wo hast du denn deinen. Wer hat dir denn beigebracht? Auf Regeln zu hören und Regel Nummer 1 in Deutschland ist eigentlich nicht auf Dächer klettern. Ich will Boxingjagd machen, weil ich will. Jetzt sind es mir hier zu viele. Grim Reaper, sehr bad. Nee, danke. Oh, mein Consequences to a Pirate. Warte, ich hab Halloween 2019? Sure, why not? Wie weiß ich, was denn wir beide nehmen? Nee, ich nehme den Trickster. Ich nehme den Trickster diesmal. Warum? Weil ich voll Halloween. Voll in Halloween-Stimme noch bin. Wow. Stand. Der hat einen komplizierten Namen. Lukas! Paul! Paul? Ja, so heißt der doch! Wäre ich ein echter Fuchs, ich würde dir die Zähne zeigen. Oh mein Gott! Ich weiße Leute. Wir wollen doch seinen Namen sagen. Oh, warte mal, das ist. Hä, hey, bei mir gab's nie die Option dafür. Der hat ganz. Alter, ich bin auf deinem Dach. Alter, ich muss ein Eisgott sein. Dann bin ich halt. Ich bin so matt. Ich bin ein lieber Foxy. Wie auch immer. Ich bin vom Roblox-Team. Auf meiner Cappy steht Roblox. Ich arbeite ab sofort für Roblox und suche nach Bugs. Typisch. Wir haben erstmal Phantom Bonnie. Hier, hi. Voll der Lag. Scheiße.
Leute, wir gehen mal mehr. Ich hab Waffen. Er hat Schussgewalt, scheiße, lauf! Der Foxy wird uns alle umbringen! Wow! Der hat einen kompletten. Wie heißt der? Willst du mein Freund sein? Keine Ahnung. Ich bin. Da ist er ja, scheiße! Und da ist Grim Foxy! Nee, ich setze mich jetzt in diese Kinderspielecke hier und starr die Wand für die nächsten 12 Stunden an, weil ich von Animatronics traumatisiert bin. Läuft überhaupt was auf? Wir haben hier doch sogar eine Tafel, warum darf ich hier nichts malen? Ich will einen Fuchs malen. Mano, hasse ich Spiel. Warum darf man keine Füchse malen? Warte, was mach ich? Bam. Ich nicht, ich bin der Neidgarde. Neidgarde. Wenn ich schalte mich auf. Der hatte zwei Dinge. Hallo, der Leute. Hallo. Das klingt schon wieder so falsch, wenn dir ein Animatronic ein Kuscheltier andrehen will, ne? Alter, der will doch nicht sein scheiß weißes, klebriges Plushie nehmen. Ja, du hast richtig gehört, Elias. Scheiß Pedo. Das ging schon wieder so falsch. Wetten, es ist weiß und klebrig. Es ist ganz weiß und klebrig. Er hat zu viel hier Puderzucker drauf. Er hatte außerdem Puderzucker drauf und dann Zitronensäure, wodurch es weiß und klebrig ist. Ich nehm dich nie mit zu einer Convention im nächsten Jahr, ich sag's dir. Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Oh, was mich auch aufregt, sind diese Leute, die immer noch bei uns Furries sagen, dass wir nicht reden sollen. Wenn unter euch einer dabei ist, bitte aber, nimmt das mal. Es gibt ja Leute im Furry-Fandom, wenn wir zum Beispiel draußen auf dem Fursuit Walk sind oder auch auf einer Convention und rumlaufen, gibt es immer einen, der aufpasst, dass wir genügend trinken und auch mal Ruhe finden und den Suit ab. Und er sagt, ja, Digga, zieh mal den Suit ab, du schwitzt und siehst gar nicht gesund aus, der aufpasst, dass wir nicht zusammenbrechen. Und wie soll das klappen, wenn wir nicht mit unserem, ich nenn's mal, Aufsichtsperson nicht reden dürfen? Sollen wir dann zusammenklappen? Ist das, was ihr wollt? Oder wie seht ihr diese Logik? Ich sitze alleine in meinem Raum. Hier war früher mein Schreibtisch. Jetzt steht da nur noch ein Radio. Diesen Film mag ich. Foxy. Bist du aber im Gebäude? Nein, ich bin oben, der, wo du den Phantom hier Badge bekommst, in dem Haus in der ersten Etage. Und ich hab Waffen. Oh, ich freue mich, bald ziehen wir um. Also wundert euch nicht, wenn es wieder so wenige Videos gibt, aber ich werde mich dann voll und ganz auf den Umzug mit meiner Mutter konzentrieren, dass wir die Wohnung fertig bekommen. Und bei 500 Abonnenten mache ich gleich meine Roomtour. Das kriege ich eh nie hin, also. Ich meine, 8 oder 7 Leuten gefällt immerhin, was ich mache, aber das sind nicht viele. Ja, du bist einer von den 7 oder 8 Leuten. Also, ich hab 10. Ja, schön. Ich mach aber auch im Moment wenig. Ich mach auch nicht jeden Tag was, sondern manchmal nur. Oft nur Freitag, aber manchmal auch an anderen Tagen. Ja. Hallo? Weißt du, wann ich das letzte Video gemacht hab? Oh, cute. Schade, ich kann nicht auf die Nase drücken. Das wäre cool, wenn dann das auch gucken kann.
Komm rein. Für dich wie zu Haus. So, willst du einen Kaffee? Ich habe gar keine Küche in dem Haus. Was ist das für ein scheiß Haus? Oh mein Gott. Hallo? Hallo, Nalan! Missgeburt im Haus! Wiederhole, Missgeburt im Haus! Ich kann nicht rennen. Wieso kann man in dem Film nicht rennen? Ich stelle mich in die Ecke, okay? Hä? Bist du hin? Sure, sure, sure. Ich bin im Haus. Hallo? Mir geht's gut! Bist du das? Ja, ich bin noch ein sehr, sehr junger Furry. Lass mich, ich bin noch sehr mobil unterwegs. Wo bekommt man den her? Welchen, den Phantoms? Nein, den da, den du hast. Ja, echt? Das ist ein... Ach so, er meint deinen. Dafür musst du nur in eine Höhle. Ist schwer zu übersehen in der Nähe des Bunkers. Und deine scheiß Papierseite mit einer Schrift drauf berühren. Aber dann hole ich mir den jetzt auch. Einfach nur, um Tyler zu nerven und zu mobben. Warte, wo gab's den? Tyler, weißt du, was schlimm ist? Ich bemerke halt wirklich, wie ich manche Leute wie Tiere duze. Es ist traurig eigentlich. Ich duze dich! Nee, ich bin eher so. Manchmal sage ich sogar schon zu Freunden oder sowas. Ja, hast du toll gemacht. Wie, jetzt würde ich mit meiner Katze reden. Es ist traurig. Keine Ahnung, ich habe den Fuchs genommen. Und das ist eine Fledermaus. Die Fledermaus kann nicht viel. Ist nur eine Bad. Also nicht Bad im Sinne von schlecht, sondern im Sinne von Fledermaus. Ich komme nicht mehr hoch. Ist das da, wo diese Taschenlampe ist? Warte, ich komme zu dir. Wenn ich mich bewegen darf. Elias, ich brauche Hilfe. Maschine ist stuck. Oh, das erinnert mich irgendwie an das eine Lied da, das ich auch manchmal höre. Ich meine, ja klar, ich könnte jetzt Musik abspielen, aber ich habe keinen Bock, die später hinzuzufügen. No, stop it! Hör auf, sonst werde ich wahrscheinlich noch geclaimed auf YouTube. Wenn die Gamer da ein Lied findet, das urheberrechtlich geschützt ist, können die mich dafür bei YouTube anschwärzen. Das heißt, die dürfen dann hier, die schicken dann YouTube einen Verdacht, die kontrollieren das Video, und wenn die da Videos finden, und ich würde, wenn ich jetzt Geld machen würde mit meinem hier Kanal, würde auf dem Video Werbung von denen die ganze Zeit geschaltet werden, und Teile der Einnahmen würde an die gehen. Und man könnte sogar seinen Kanal verlieren, wenn du es so offen machst. Denkst darum, Gronkh immer versucht, in-game-Sounds, wie bei hier GTA 5 und so, das Radio mal auszuhaben, weil sonst von der Gamer geholt wird. Von mir aus... Ich bin sowieso mit dem Tycoon beinahe fertig. Während er gerade wartet, es gibt ein kleines Problem, ich muss jetzt...